RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mann, Lenny, das war echt eine irre Zeit. Boah, wir reisen durch ganz Europa. Mensch, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Ja, echt mal. Das war so genial. Wir hatten so viel Spaß. Hatte ich lange nicht mehr mit dir. Naja, Europa könnte ruhig noch ein paar Länder länger gehen. Türkei oder so, das wäre doch auch lustig geworden. Naja, man soll nicht jammern. Jetzt, wo es zu Ende ist, ich bin ehrlich froh, dass ich wieder zu Hause bin und wieder zum Kabi darf. Ganz genau, Lenny. Ich auch. Das war echt eine Hammerreise, ey. Überleg doch mal, in Polen, das mit den Leccio und Hundefleisch. Oder das mit dem Wachsfigurenkabinett und mit dem Werner, dem fünften Beadle, dass ich nicht lache. Ja, naja, lass mir doch seinen Glauben. Ich meine, der ist uns ja oft über den Weg gelaufen. Weißt du, aber die Globe, der ist ein Stoker. Der Werner, der war fast überall, wo wir auch waren. Das ist doch nicht normal. Der war in England, in Frankreich, Schottland und sogar in Irland. Tja, wer war da? Wir natürlich. Und wen treffen wir? Ausgerechnet Werner. Das mag sein, Alter, aber egal. Der gehört halt dazu. Aber ich frag mich echt, wie der Typ das wieder aus dem Hochhaus gekommen ist, ey. Als ich mich umgedreht hatte, war der bis zum Hals drin. Ja, das ist heftig. Der Werner ist ein zäher Hund. Ich dachte ja schon in Paris sehen wir den nicht wieder, als du den Hebel gezogen hast und er keine Luft mehr bekam. Aber was will Werner mit einem Pub in Irland? Ich meine, wenn das Amt das mitbekommt, dann ist er dran. Denn dann hat er ja ein Gewerbe und verdient damit also auch Geld. Ich ruf gleich nachher mal die vom Amt an und melde denen das. Du Kollegenschwein, der arme Werner, den kannst du auch nicht verpfeifen. Mann, Mohat, ich verpfeif niemanden, Alter. Ich mach mir nur Sorgen um Werner. Und wenn er vergisst zu melden, bekommt er schweinig Ärger mit dem Amt. Weißt du, was, mein Bester? Ich bin mal schnell um die Ecke und ruf meinen Berater an und geb dem das mal durch. Gleich wieder da. Das ist ein richtiger Freund. So einen braucht man. Das ist echt geil. So, nun steh ich hier rum und Moment mal, da ist ja Werner. Hey Werner, du alter Rentner, du altes Rentenmonster. Wie hast du dich gut erholt? Naja du, ich dachte, als wir dich in Schottland getroffen haben, dass du das nicht mit dem Mo überlebst. Was, du warst nicht in Schottland? Alter, entweder bin ich geblöd oder du hast Alzheimer oder beides. Aber ich und Lenny, wir haben dich gesehen. Das warst du, auch wenn es neblig war. Ach so, du hast den Zwillingsbruder in Schottland. Du hattest... Ach nix, dem geht's gut. Ja, dem geht's bestens. Ach so, in Paris hast du auch noch einen Zwillingsbruder? Aha, damals nach dem Krieg musste das also schnell gehen mit der Namensgebung. Und somit haben sie dann alle vier Werner genannt. Ja, denn in Paris geht's den Umständen entsprechend auch gut. Und der in Irland wird... Pappbesitzer, echt geile Sache. Moment mal. Du nix, Papp? Dein Bruder? Ach du Scheiße. So, Alter, alles eingeleitet. Die sagen, der kann sich warm anziehen. Naja, ich wusste doch, dass das nicht ganz koscher ist. Oh, Werner, du bist hier. Pass auf, Alter. Ich hab eben das Amt informiert über deinen Papp in Irland und deine Nebenjobs, ne? Na, die meinen, du bekommst demnächst Post. Du sollst dann mal da antanzen. Wie, dein Bruder, nicht du. Abgesehen davon, dass wir hier vorm Bahnhof stehen, verstehe ich nur Bahnhof. Naja, Lenny, du, Werner hat vier Zwillingsbrüder, die auch... Werner heißen. Die haben wir getroffen, Werner. Das war nicht Werner. Willst du mich jetzt verarschen? Ich meine, die haben mit uns erzählt. Und jeder von denen meinte, sie machen nur Nebenjobs. Oh ja, um ihre Stütze ein bisschen aufzufrischen. Oh Mann, also leben alle von der Stütze. Die ganze Familie. Und du hast also doch keinen Pub in Irland. Oh, Mord, lass uns doch trinken gehen. Ach, vergiss das, was ich gesagt habe, Werner. Ich rede manchmal wirres Zeug, weißt doch. Zwei Wochen nichts zu trinken, drei Monate, da bekommst du Hallos. Und so, zack, 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 redest nur Müll. Also, komm, wir trinken was. Ganz genau, also auf geht's.